Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir von Magic Shop El Hilo bekommen. El Hilo ist Spanisch und steht für der Faden. Genau. Es ist Faden. Es ist Faden, ja. Es ist die neueste Variante von Gypsy Thread. Andy, erzähl doch mal den Effekt. Der Effekt ist der Wahnsinn. Oder willst du zuerst mit. Fangen wir erstmal mit Gypsy Thread an. Gypsy Thread? Nein, ich erzähl den Effekt. Okay. Wir wollen jetzt nicht zu ausschweifend wirken. Werden. Und zwar, man nimmt Faden, ein Stück Faden und lässt es mehrere Zuschauer zerreißen, wenn man es so macht wie der Kollege, wo heißt er eigentlich? Javi Benitez. Genau, dann ist es sehr theatralisch. Auf jeden Fall wird dieser Faden zerrissen und zu einem Kügelchen auf dem Tisch zusammengerollt. Die Zuschauer können. Der Zuschauer rollt ihn nochmal zusammen und dann legen alle ihre Hände drüber, wieder sehr theatralisch. Und dann nimmt er den Faden mit zwei Fingern, die ganzen zerrissenen Stücke zeigt vorher seine Hände leer. Und zieht sie auseinander, gibt ein Ende den Zuschauer, eins dem anderen und die Zuschauer ziehen es auseinander und der Faden ist wieder komplett. Genau, ganz. Es ist ein Out-of-Hand-Gypsy-Thread. Im normalen Gypsy-Thread reißt der Zauberer den Faden aus und dann macht ihn zu einer Kugel, bringt ihn an einen der zerrissenen Fäden, pustet darauf wieder auseinander. Und das ist eine ziemlich kleine Variante. Ich bin ehrlich, wo ich es bekommen habe, dachte ich mir, was zur Hölle ist das und was ist da drin? Sind da irgendwelche, warum schickt man sowas mit? Ja, ich kenne es von anderen, Zauberlehnen, die schicken Erdnüsse mit, deswegen dachte ich, ich will jetzt nicht zu genau darauf eingehen, was drin ist. War sehr überraschend, wie zur Hölle, was soll man damit machen? Und mega clever, wie man überhaupt auf sowas kommt. Also ich hatte keine Ahnung. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich sagen würde, ich möchte einen Out-of-Hand-Gypsy-Thread im Zuschauerhand. Hey, kann ich das verwenden? Der Gedankengang dahinter ist allein schon extrem das wert. Ihr kriegt zwei Spulen von Gypsy Thread. Gypsy Thread, hilf mir mal, ist doch deutsch Hindu-Faden, oder? Gypsy ist die Wahrsagerin, die Zigeunerin, glaube ich. Aber genau. Hindu-Faden ist doch auch der Effekt, wo ich Faden genau, zerreißen wieder ganz mache. Genau. Also ist quasi eine Hindu-Faden-Version für die deutschen Kollegen und uns. Genau. Falls das jetzt falsch war, korrigiert mich bitte. Ich habe mit Faden wenig Erfahrung. Ja, ich habe den Faden verloren. Ich wollte den Witz bringen, den hebe ich mir schon die ganze Zeit auf. Genau. Auf jeden Fall muss man sagen, der Typ hat natürlich dicke Eier. Ja, wenn er das erklärt, ist natürlich hier ungefähr auf der Größe sein Penn & Teller Fooler's Award. Ja, neben auf der anderen Seite stehen die Bücher. Man hätte es natürlich auch anders machen können, aber nein. Cooler Typ. Warum nicht? Gern sie schon machen. Genau. Das Video, der Trailer, möchte ich euch ganz am Anfang sagen oder zumindest mal als Tipp geben. Er ist ein bisschen geschnitten. Es gibt einen Move, der nicht zu sehen ist. Aber ich bin mir sicher, so wie der Trailer ist, so behält es ein Zuschauer auch im Kopf. Ohne zu viel zu sagen. Das ist das, was der Zuschauer ist. Für den Zuschauer hat er den Faden zerrissen, er hat ihn zu einer Kugel gemacht, er hat die Hand drüber gehalten. Ihr zeigt eure Hände leer. Ihr könnt sie leer zeigen. Der Zuschauer kann sie untersuchen, kein Thumbtip, kein nichts. Also warum soll der Zuschauer es noch suchen? Aber nichts in dem Sinne. Auch gar nichts an euren Händen. Ihr nehmt die Kugel, ihr zieht einen Faden raus. Und so ist es. Wie gesagt, sehr clean. Er hat auf der Convention ja auch Zauberer damit gewuhlt. Ja. Also es ist absolut genial. Ich habe es auf die Liste gesetzt und hatte keine Ahnung, wie das gehen soll. Also wirklich. Ja, und danach theatralisch natürlich für einen Spanier natürlich, dann zerfällt der Faden zu Staub. Zu Staub, genau. Kann natürlich super schön einbauen in jeglicher Lage, ja. Also der Faden könnte der Faden des Lebens sein. Es gibt schöne Momente, es gibt schlechte Momente, es gibt traurige Momente. Ja, es gibt das. Und natürlich ist aber ein großes Ding und natürlich ist das. Mega kann man das ausarbeiten. Natürlich jetzt damit diese Hands-Free-Variante hat natürlich auch was. Ihr braucht aber halt einen Tisch, weil der Zuschauer den Faden dorthin legt, dazu legt auf den Tisch. Es ist halt sowas, dass ihr es in den Händen machen könnt, was dann natürlich für einen Gypsy-Thread jetzt so an sich spricht. Preismäßig schlägt es natürlich schon rein, würde ich ganz ehrlich sagen. Nicht machen. Ja. Und die Gimmicks, also die, ich will jetzt nicht sagen Gimmicks, aber die Sachen, die ihr dafür braucht, die könnt ihr nochmal extra nachkaufen. Gibt's bei Illusionist Refills, ich glaube. Genau. Ja. Also man glaubt nicht, was es für Refills sind, aber vielleicht seht ihr es ja so. Genau. Von der Bewertung her, Andi, bitte. Also ich finde es absolut genial. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil es ist für mich dann der erste Fadeneffekt, den ich machen werde. Und ich gebe dem 9 Punkte, weil ich jetzt einfach davon ausgehe. Ich habe das Tutorial gesehen, dass es so gut auch funktioniert, weil es muss so gut funktionieren, es ist so schön clean. Der Fairness sollte man noch dazu sagen, ihr müsst ein bisschen was vorbereiten. Jedes Mal, wenn ihr das performt, müsst ihr extra euch nochmal was vorbereiten.
Ähnlich wie bei Gypsy Thread, aber halt eben, da ist halt ein bisschen anders. Wir können aber vorarbeiten, also wir können mit Sicherheit dann einem Abend, er sagt, wenn er sich am Abend eine Sendung anschaut, in einer Stunde, dann macht er halt eben ja, ganz viele, 10, 20 50 Stück. 50 oder glaube ich sogar. 50 oder so. Egal. Genau, ich gebe dem Ganzen 8,5 Punkte. Ich finde es interessant, aber ich muss sagen, jetzt extra deswegen mich jedes Mal hinzusetzen, hätte ich jetzt persönlich keine Lust. Vielleicht mache ich es, dann kriegt ihr natürlich wieder die Erfahrungsberichte. Genau, für wen ist es geeignet? Kann es ein Anfänger machen? Ein Anfänger kann es machen. Warum ich finde es, ne? Aber ja, ich finde es, ja, es ist eine Gypsy Thread Variante, warum nicht? Ist auf jeden Fall machbar, ja. Amateure, Profis, alles möglich, wenn euch der Trailer gefällt. Das ist das, was der Zuschauer im Kopf behält und ja. Für Kamera, genau. Ja, auch machbar. Mit dem Schnitt auch machbar. Genau. Genau. Und das war cooles Ding auf jeden Fall. L hier. Und zur Mitte der Review. Letzte Review haben wir schon angekündigt. Ja, heute war letzter Tag für unser krasses Projekt mit Dominik Fontes zum Thema Special-Angebot. Special-Angebot, heute letzter Tag, wie ihr zum Erfolg oder seine Tipps, Anregungen und konkreten Sachen, wie ihr zum erfolgreichen Zauberer ist. Genau, alles drin, Marketing, Vertrieb, Mindset-Geschichten, total spannend, hat uns sehr viel gebracht und bin sicher, ihr könnt daraus viel mitnehmen für euer, ja, für euren Erfolg als Zauberkünstler. Heute letzter Tag, bis 0 Uhr kriegt ihr noch den Rabatt, danach ist es der reguläre Preis. Also schaut noch mal rein, vielleicht interessiert es euch, dann schlagt besser jetzt zu. Genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Als nächstes Produkt haben wir von Hyde Kubo Magica. Magia? Ganz ehrlich, mir reicht es langsam von Cube-Effekten. Gut, ich mache auch keine Cube-Effekte. Fairer Punkt. Aber, Alter, das reicht langsam. Es gibt alles in 50 Farben und in allen Variationen mit in Süßig- 6 verschiedenen Farben, jede Seite. Egal. Ist eine. Ich bin ehrlich, ich habe es mir nicht genau angeschaut, weil mich das Thema Cube allein nicht null abholt und jetzt das 100. Cube-Produkt. Rule Break war der perfekte Abschluss für mich für alle Cube-Produkte. Besser wird es nicht mehr. Genau, aber kommen wir trotzdem daran, wenn wir bewerten es. Genau. Was könnt ihr? Es ist im Style von Cube Cubed von oder Cube 3, je nachdem die Diskussion ist, glaube ich, mehr als ob das Produkt gut ist oder schlecht. Genau. Verschiedene Varianten hinter dem Behind the Back Solve in der A-Variante. Ein Zuschauer sucht sich eine Farbe aus. Das ist ein ziemlich cooler Force, was er macht mit Karten. Also die Karten werden durchgemischt und der Zuschauer schiebt sie zusammen. Die unterste Karte ist tatsächlich ein ziemlich cooler Force, kannte ich bisher noch nicht. Oder auch ein Rubik-Würfel. Der Zuschauer sucht sich 3 Karten aus und die Kartenwerte werden zusammengezählt und in dieser Anzahl von Moves löst ihr den Rubik-Würfel. Mhm. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe mir unglaublich schwer getan, dieses Produkt anzuschauen. Nicht, weil mich Cube Magic nicht interessiert, sondern eher, weil es müsste auch Spanisch sein, könnte auch Italienisch sein, ich habe nur Spanisch verstanden. Der ist so schlecht, der könnte von mir sein. Ja, stimmt. Oh Mann. Und er ist halt eben nur mit Englisch untertitelt, also mit geschriebener Form. Das heißt also, jemand, der schnell Spanisch redet, ich muss es lesen, ich muss seinen Moves folgen, ist wahnsinnig schwer. Also wenn das mein erstes Cube-Produkt wäre, hätte ich gesagt, gut, Cube Magic ist nichts für mich. Bin ich ganz ehrlich. Die Varianten davon, ja, sind interessant, aber ja, es ist alles nichts Neues für mich. Also für mich als unbedarften Cube ist so, gut, der Vorsatz habe ich jetzt noch nicht gesehen, mit dem eine Seite gelöst und man forciert mit Karten, aber es ist auch irgendwie so zusammengewürfelt, das kann sich jeder selber bauen, der Karten macht und Cubes macht. Und selbst wenn man geübt mit Cubes ist und irgendwann eine Routine, also in der Routine drin ist, dann kann man das auch quasi ohne den Force. Geht's auch. Ja, ihr kriegt den Cube auf jeden Fall dazu, auch Karten, die ihr braucht, um das zu machen. Würde ich es euch empfehlen, ehrlich gesagt, für jemanden, der Spanisch spricht, der würde wahrscheinlich das einfacher anschauen können. Ich finde es wirklich, für jemanden, der noch nie mit Cubes angefangen hat, ich glaube, und kein Spanisch kann und sich schwer mit Englisch tut, ist es die Hölle. Also, wie gesagt, ich saß echt da und dachte mir, um Gottes Willen, bitte, holt euch jemanden, der das vertont. Also, das ist halt wirklich, das klingt jetzt vielleicht hart, es muss ja nicht immer eine deutsche Variante dazu geben, aber ich finde, im internationalen Markt, finde ich es tatsächlich, sollte man das Geld doch investieren, dass man das mit englischen, also Subtext, da muss einfach nur einer drüber sprechen und das übersetzen. Es ist weitaus angenehmer, nur zuzuhören und dem zu folgen,
anstatt zu lesen, Pause zurückzuspulen, was hat er gemacht, ah ja, das. Insbesondere, wenn jemand sich nichts, erstmal das erste Produkt mit Cubes kauft und zum Beispiel keinen lösen kann, gibt es ja viele. Also das klingt jetzt hart, aber das sollte man da auf jeden Fall bedenken. Und diese Kombination aus Cube und Karten gefällt mir auch null. Das wirkt so, mir fällt mir Cubes nicht mehr ein, also packe ich Karten dazu, damit ich wieder einen Effekt machen kann. Das ist irgendwie alles nicht, das haut mich einfach nicht vom Hocker. Liegt auch ein bisschen daran, ich bin ehrlich, wie gesagt, dass es so viel Cube-Zeug schon gibt. Mhm. Und ich sehe einfach keinen Grund mehr, den 100. Mhm. Cube-Effekt, sich jetzt noch Karten dazu zu adden, nur um einen neuen Cube-Effekt zu machen. Ja, preislich kauft euch... Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, vom Preis her ist es fair. Vom Preis her ist es fair, ihr kriegt einen Speedcube, ihr kriegt alles, was ihr dazu braucht, um die Routinen zu machen. Ja, was natürlich ein bisschen hart ist, dass er halt eben schreibt, so ja, es gibt genug Varianten, um einen Cube zu lösen. Also es gibt kein Tutorial, aber er verweist halt eben auf verschiedene YouTube. Genau, das ist was, ja, ne, ja klar, es nimmt natürlich wieder ein bisschen was raus. Aber trotzdem, vom Preislichen her ist es fair für die Sachen, die ihr kriegt. Ihr könnt auch Sachen machen. Wie gesagt, ist aber auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit, weil, ja, müsst halt eben ein bisschen was umstehen. Frage, ist der Cube genauso gut wie der von Cube 3? Ja, es ist auch ein Speed Cube, aber... Dann folgende Idee, wenn ihr gehabt Cube 3, schaut euch die Würfel leider aus oder ihr wollt einen zweiten haben oder geht halt nicht mehr so gut, keine Ahnung. Anstatt den zweiten Cube 3 zu kaufen, könnt ihr euch den kaufen, dann habt ihr noch ein paar Add-ons dazu. Ja. Aber es, ja, wie immer, startet mit Cube 3. Das wäre auch das, wo ich anfangen würde, wenn ich jetzt mich mit der Thematik befassen möchte. Mhm. Bewertung, ja, für mich 3 Punkte. Hat Fehler einfach irgendwie. Es ist irgendwie kein rundes Konzept und es ist schon so viel auf dem Markt. Es gibt keinen Grund mehr für Cube-Effekte aus. Das kommt endlich der, den man hochwerfen kann und der sich in der Luft automatisch richtig hindreht. Was man auch mit Cube 3 hinkriegt. Aber egal, ich gebe dem Ganzen auch 4 Punkte. Es hat Fehler, gerade in der Ausführung. Ich muss sagen, ja, ich sehe es gerade noch, ein Englisch zu lernen, weil es ist halt doch eine internationale Sprache, aber es ist wirklich schwer gewesen, dem zu folgen. Das sind die größten Fehler. Die Routinen dahinter... Nicht schlecht. Ich hätte sie auch gerne euch gezeigt und so weiter, aber ja, ist halt eben so in der Ausführung echt schwierig. Und ich würde sagen, für wen ist es geeignet? Anfänger nicht. Für welche, die ihr Repertoire noch erweitern wollen und wirklich sagen, sie brauchen noch ein bisschen mehr in der Cube-Sache, dann ja... Cube 3 Refill. Ja. Dabei bleibt es bei mir. Genau. Und genau. Das war's mit Kubo Magia. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review für diese Woche. Heute mit Kubo Magia und El Hilo. Beides, glaube ich, spanische Produkte. Witzig. Wahrscheinlich so geplant. Hey, wer weiß. Genau. Wie gesagt, letzter Tag heute vom Launch Special mit Dominik Fontes und dem Weg zum erfolgreichen Zauberkünstler. Schaut vorbei unten in der Videobeschreibung. Und ja, unterstützt unser Sponsor, wenn ihr irgendwas davon, wenn ihr Refills braucht oder wenn ihr einen krassen Fadeneffekt haben wollt. In diesem Sinne, bleibt magisch.